Also als Automobilfachmann mache ich den ganzen Tag eigentlich Service, tun Autos reparieren, Bremsen machen, Reifen, Räder wechseln. Das ist so eigentlich mein Job den ganzen Tag. Also an dem Job gefällt mir, dass ich nachher selbstständig in der Freizeit weiß ich, was ich zu tun habe, wenn mein Auto kaputt geht und wie viel das ca. kosten würde, um alles zu machen. Und auch wenn ich ein Auto kaufen will, dass ich weiß, wie ich verhandeln kann. Also ich habe definitiv auch schon vorher Interesse gehabt. Ich habe viel zu tun mit Autos mit meinem Vater und habe dadurch auch Grundwissen erlangt. Auch durch YouTube-Videos habe ich Grundwissen erlangt. Und so bin ich eigentlich zum Beruf gekommen. Also für den Lehrberuf sollte man definitiv mechanisch begabt sein und man sollte auch allgemeines Wissen über das Auto haben. Also ich würde sagen, man sollte sich da bewerben, weil es ist lustig mit diesen Leuten zu arbeiten, sich da hinzukommen, zu arbeiten, miteinander zu reden.